Schönen guten Tag an YouTube. So, hallo YouTube. Wir sind gerade hier gestartet und den. Erkläre ich es jetzt nochmal? Nee, ne? Ach, man wird es ja sehen. Doch, wir haben ein Team Nord und wir haben ein Team Süd. Und wir werden uns jetzt hier ein bisschen aufbauen. Das Team Süd ist hier unten irgendwo. Brauchst du eine Axt, Minias? Ich habe eine Elfer. Zwischen uns ist die Stadt. Und da wird es dann nachher zur Sache gehen. Oh yeah. Oh yeah. So, aber es sind alle da, das ist schön. Also, außer das Abo jetzt doch nachträglich nicht mehr konnte. Der hat einen wichtigen Anruf wohl bekommen. Vielleicht doch die vielleicht auch ich wollte dir das Holz überlassen. Möchtest du den Bonus haben? Wer jetzt? Minias. Ich wollte sagen, warum geht meine Axt gar nicht? Ich habe mich kurz gemutet, kleinen Moment. Ich muss mal den Leuten erklären, hier im Stream, kleinen Moment. Mhm. Und vielen Dank für alle Follows. Ich werde sie jetzt im Gruppen-Let's Play nicht alle benennen, sonst mache ich das gerne. Oh, renn dahin. Bin ich jetzt blöd oder habt ihr hier alle Steine abgefarmt? Willkommen beim Holzfäller-Simulator. Ich habe genau. Einen Stein vor mir. Ja, keinen großen. Oh, da ist ein Hirsch. Warte mal. Guck mal in der Kiste. Ich hab da pack da jetzt gerade ein paar Steine rein. Richtig, wir sollten. Ein Hirsch ist schon mal nicht schlecht, ne? Ich hab nur noch keinen Bogen. Ich muss mal Gras sammeln hier. Boah. Ich wünsche mir Shortcuts fürs Menü. Echt, das wäre so toll. Ja, das wäre nicht unpraktisch, ne? Zumal hat jemand Federn gesehen? Ah. Nee, noch nicht. Dann müssen wir uns aber mit Hühnchen treffen. Wenn wir die anderen Tieren und Federn können, ne? Oh, wir brauchen Clay, stelle ich gerade fest. Ja, wir haben ja direkt ein Vorkommen hier. Wollen wir uns auf den Weg mal machen zu dem Punkt, wo wir starten? Weggeschmissen? Ja, ich glaube. Also du meinst Richtung Stadt, meinst du, ne? Ja, wir sollten da was aufbauen. Also grundlegend haben wir jetzt. Naja, theoretisch, wie gesagt, da Ach ist theoretisch Mensch, was blöde, aufgebaut, aber wir kommen da momentan nicht wirklich gut rein, sag ich mal. Mhm. Aber wir möchten auch nicht, dass jemand anders sich da, wenn die sich da mit sechs Leuten hinstellen und mit Steinäxten durchhacken. Dann laufen wir mal Richtung Süden, ne, würde ich sagen. Ja. Wo Süden? Oben in der Mitte ist der Kompass. Du hast einen Kompass oben in der Mitte. Ja, ich hab ihn gesehen. Gerade eben habe ich ihn gesehen. Süden ist da, wo Nordisch jetzt ist. Der hatte sich ja eben drüber beklagt, dass er nicht im Norden startet als Nordisch. So. No. Das auch wieder nicht haben. So. Da läuft einer. Wollen wir mal sammeln und dann losrennen? Oh, ja. Achso, ja. Hallo, Zombie. Und? Ich laufe jetzt auch einfach mal Richtung. Genau, lead the way. Vielleicht finden wir ja auch irgendwo ein Haus. Da ist ein Haus. Wo man sich. Ich sehe ein Haus, das Forge-Haus. Haha. Das Forge-Haus ist perfekt. Du bist. Welche Farbe bist du noch bei mir? Du bist blau. Ich gehe mal zum Forge-Haus. Das ist natürlich jetzt mal mega gut. Ach, da, ja, da ist ein Forge-Haus. Minias ist da. Das ist der Chat hängt manchmal crazy. Das wird nicht aktualisiert, sein. Das ist immer noch so, okay. Da wird die, ja, leider. Und die Frames haben sie rausgelassen aus dem Spiel bei der Alpha 13. Ist auch ein bisschen doof, aber naja. Jetzt habe ich den. Hat schon jemand. Jetzt habe ich den Follow verpasst. So ein Mist. Sorry. Wer auch immer da gerade gefollowt hat, herzlich willkommen. Also, Schwierigkeitsgrad ist normal, ne? Dachte ich mir. Easy wäre besser gewesen. Nee, ich hätte sonst Warrior genommen, aber das muss ja jetzt nicht sein. Ja, danke. Ach, wir brechen ein, der Rest deckt uns. Aufstehen. Ich denke mir, warum kann ich die denn nicht looten? Tada, Forge, super. Ich habe übrigens Keulen anzubieten, ich crafte gerade wie ein bescheuerter Keulen. Ich habe einen 5er Bogen, wenn du magst. Mikrofon. Ja, das ist auch nicht schlecht. Das Mikrofon naja, also machen. Jetzt kommen langsam die 20er, 21er Level rüber. Oh, sehr gut. Okay. Ich muss mich nochmal entmüllen. Ich craft hier beim Laufen, mein Inventar ist so voll. Das mache ich auch mal eben, Stone. Moment, Inventar ist voll. Ja, ich mach Waffen. Gummiadler, ja, herzlich willkommen. Na, alles gut? Ja, ich kann ein bisschen Steinäxte auch herstellen. Also die liegen jetzt hier rum, ihr könnt euch bedienen, die liegen hier irgendwie auf einem Haufen, aber ihr müsst sie nicht aufnehmen, das ist nur. Oh, ich habe einen lilanen Wooden Glub gefunden. Was? Peter. Lootglück? Ja. Da hat er noch eingestellt. Sehr gut. Ich habe einen Zombie gefunden, das gefällt mir nicht. Wir haben zwei vor der Tür. Ja, gefällt mir noch weniger. Hast du schon irgendjemand Federn gefunden? Nee, das wollte ich auch gerade fragen. Gibt's hier überhaupt noch Federn?
Also ich hätte gerade ein Nest. Es gibt Federn, ja, aber die Nester sind halt hier schwer zu finden. Ich war bisher immer nur in der Autos und eine Straße ist hier. Wir hatten da. Also in der Wüste findest du hier. Hier, mach das. Kommt rein, Kinder, hört auf zu spielen. Ja, Mama. Die Laternen sind noch gar nicht an, Mama. Kann man irgendwie schneller droppen oder muss ich echt per Drag and Drop? Drag and Drop. Das ist ja ätzend. Ja, ich hab gerade schon gesagt, Shortcuts wären toll. Lass mich nicht. Nein. Sprich dich aus. Wir hören dir zu. Probleme? Ich glaube, er ist gerade am Sterben. Oh, so. Ja, nicht aufgepasst, dass ein Zombie an mich rankommt. Boah, sag mal, ich habe doch einen leichten Leck hier, so weit wie die Zombies gerade schlagen. Kann es sein, dass es ein leichter Leck war eben? Ich weiß nicht, dürfte das wird passieren. Nicht. Also das haben wir selbst auf dem fetten Root-Server, wo ich spiele, hast du Lecks. Das kannst du nicht verhindern. Ich habe eine geheime Information, was die anderen machen. Interessiert? Nein. Nö. Die stehen einfach nur rum und warten, also, dass wir kommen und sie raiden. Auch nicht im Chat spoilern. Das wäre halt ganz gut, weil das ist... Justus, 616, grüß dich, vielen Dank. So. Genau, ich gucke auch jetzt nicht mehr in den Chat. Ich will gar nicht wissen, was sie machen. Ich komme jetzt ganz kurz AFK. Nee, warum stand's da bei dir schon drin, was sie machen, oder wie? Ja. Also meine Mods haben die Anweisung bekommen, dass sie Spoiler gleich blocken sollen. Dass ich das hier auch nicht zu Gesicht bekomme. Moment, so. Kannst du mal kurz sagen, was alle ihren Mods sagen sollen, die Spoiler-Timeouten? Ja, das wäre ganz gut. Mal gucken, ob wer das liest. Nee, ich hab's nicht gelesen, weil mein Chat ist irgendwie stehen geblieben. Pass das ist auf, gut. Wir machen das Ganze einfach so. Komm. Ich habe Ivy bei mir im Chat. Hallo Ivy. Alles klar. Leute, Ivy ist jetzt Mod. Ihr müsst selber wissen, was ihr mit eurem Leben anstellt. Ach du Scheiße. Wir werden alle sterben. So. Geil. Haben wir eine halb acht, ist doch noch... Also ich sag mal so, ich glaube, dass es eine clevere Idee wäre, wenn wir uns versuchen würden, zumindest am nächsten Tag runter zu diesem Ort zu bewegen, den ich da vorbereitet habe, weil ich würde einfach mal denken, dass die anfangen, sich durch unser Dach zu schlagen und womöglich... Wir gucken. ...unsere Pfeile und Waffen zu looten, weißt du? Ich bin jetzt so gleich bei Level 50 von den Waffen. Boah. Also wir können dann gleich... Du stellst Knüppel her, ne? Ich muss ja nur Waffen herstellen. Das kommt ja nicht auf die Art der Waffe an. Knüppel ist einfach so, weil es nur Holz kosten. Ja, genau. Da hast du recht. Mach mal Äxte weiter. Den Tipp hatte ich irgendwie kürzlich auch bekommen, was ja einfach nur Knüppel herstellen sollte. Wie ist denn der Tag-Nacht-Rhythmus? 40 Minuten, aber... Ja, 40 Minuten. Also 22 Uhr geht's los, oder? Standard. Ja, 22 Uhr bis 4 Uhr dann, genau. Alles klar. Mhm. Also 18 Stunden. Wollen wir uns mal eben Spaß erlauben und jetzt mal kurz auf 1 Uhr vorspulen? Wir gehen eben ins Haus. Das wäre doch eine Überraschung, oder? Ja, die Admins hier wieder. Also, hast du das anders verlangt? Das Problem ist, die anderen können das auch machen. Wir müssen das Haus absichern. Macht einer Spikes, dass die Zombies, wenn sie jetzt nachts kommen sollten, ich mach mal eine Tür hier rein. Jemand schreibt gerade bei mir im Chat, er sucht gleich seine Frau auf und sagt, dass er sie zu dick findet. Das ist zumindest sicherer, als Ivy den Status Moderator zu geben im Chat. bräuchten wir nicht hier noch eine Tür? Mach ich, bin dabei. Ich bitte nur jemand Spikes zu machen, Holz sammeln und Spikes. Gleich. Ja, ja. Kann ich gerne machen. Die kleinen Spikes, ne? Ja, die kleinen, die sind sehr effektiv seit der. Ja, schon mal ein bisschen Clay. Da zittert jemand, wenn ihr crazy zittert bei mir rum. Ja, ist gut, ne? Bin ich bei, mit Spikes bin ich auf du. Ich mach mal eben 840 Spikes. Ja, mach mal. Ach, du auch? Okay, da sind wir gleichzeitig bei. Okay. Das wäre jetzt lustig, sich nachts in die Stadt zu schleichen, bei den anderen um den Bunker die Spikes zu setzen. Das wäre ganz lustig, ja. Wir haben Zombie-Spawn, ne? Du weißt schon, dass so wegen nachts in die Stadt schleichen. Ja. Naja, deswegen macht ja auch Spielekreise gerade sein Loch für die Beerdigung schon selber. Genau, ich grab schon mein eigenes, schaufel schon mein eigenes Grab hier. Ich würde es toll finden, wenn ich irgendwo Federn finden würde. Es kann doch nicht angenehm sein. Wie findest du in Plains oder im Grasland, findest du die super? Aber im Wald ist echt schwierig. Also Federn habe ich jetzt noch ein paar. Du hast welche gefunden, also hier liegen auch schon welche im Wald rum, ja? Ja, ja.
da hilft ganz gut der neue Farbfilter, der ja dazu gekommen ist. Ja, der Vibrant meinst du, ne? Ja, ja. Der Vibrant. Ich habe ihn auf Cold gestellt, da sieht man zumindest die Vogelnester relativ gut, ohne dass... Ja. Also Dark gefällt mir persönlich am besten, aber ich finde Dark, da siehst du halt keine Nester mehr am Boden, selbst am Tag. Das ist total schlimm. Bei Dark siehst du fast gar nichts mehr, das ist ja, also, ja, ich sag ja. Also hat auch realistisch dunkle Nächte. Also wenn ich jetzt ohne Aufnahme spielen würde, würde ich vielleicht auch Dark nehmen. Dark ist super, ich mache das auch in der Aufnahme, das geht schon. Du musst halt nur variieren, weißt du, wenn du irgendwie an Stellen bist, wo jemand was sehen soll oder nicht, musst du halt umstellen. Oh. Bei Yorl ist nur das Problem, bei der stützt komplett Spiel ab, wenn sie das umstellt. Also reproduzierbar. Okay. Man kann auch Spikes an die Wand kleben? Echt? Ja. Yep. Tatsache. Was kann man Spike rankleben? An die Wand kleben. An Spikes. Die Wand kleben. Ja, ja, seitlich kannst du sie anbringen. Ist wie ein Block, ja. Oh, oh. Okay. Weg, Crazy. Also dieses Haus brauchen wir aber jetzt nicht mit Spikes zu sichern, glaube ich, weil... Weg, und ich laufe genau in die Richtung, wo der Baum hinfällt. Also ich glaube, das Haus brauchen wir nicht zu sichern mit Spikes. Ich würde jetzt am... Vorsicht. Nicht weh, ne? Bevor du die Nacht hier verbuselst. Ja gut. So, die Forge brennt. Ein bisschen Clay und ein bisschen Eisen wird gemacht. Auch recht. Sehr gut. Ja, ich. Also denk daran, sterbt nicht durch die Spikes, ne? Dafür sind die Zombies da. Ich habe ja die Befürchtung, dass die direkt in die Stadt gerannt sind und sich da jetzt schon irgendwie rumtreiben. Ich glaube nicht. So, 3, 2, 1. Gute Nacht, John Boy. Weiß ich, du hast auch die Information gelesen, die du da bekommen hast. Mary, nee, es war nicht Hilfe. So detailliert. Ach so. Dann stand da nur drin, sie wollen euch töten. Das ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Sie machen das und das. Ich meine, was werden sie tun? Sie werden... Naja, ich weiß nicht. Gut, sie haben Bad in Trouble dabei. Da kann man dann meistens auch nicht mehr so viel tun. Wie kommt es eigentlich, dass ihr alle hier in die Hütte reinläuft und keiner das Bücherregal anrührt? Wie? Weiß ich nicht. Ich war noch nicht drin. Oh, das ist aber dunkel hier. In der Hütte drin. Wir haben das einfach dir übergelassen. Ach, mir? Okay. Also so unter dem Motto, ich bin hier die Produktionsmaschine dann. Ich meine, es ist ein... Was Hunting war denn drin? Ich nehme das gerne. Ein was? Ein Hunting Knife. Ja, du produzierst. Achso, das haben wir auch schon. Gemeinschaft, also. Das heißt, Hunting Knife, super, ja. Probiert. So, Möbel habe ich jetzt ein paar reingeschmissen, die können verbrennen. Achso, ja, ich muss den Baum ganz abbauen, ich weiß. Ja, stühle den Tisch, verbrennt hier all das schöne Zeug. Den Baum finde ich doch jetzt auch im Dunkeln nicht mehr wieder. War das im Spiel oder war das im TS, dieses, so ein Fallen von Metall eben? Das war die Forge. Forge, genau. Ach, okay. Forge fällt? Machen wir eben schnell die Door und dann machen wir weiter. Ich sehe so viel. Spikes. Ich auch. Ich sehe Gras fliegen. Ihr könnt ja dieses Farbschema auf hell stellen. Dann siehst du, kann ich so Menge. Nur so als Tipp. Mhm. Die totale Brightness. Das ist vielleicht eine gute Idee. Options, Video, Tone Mapping, wow. Bright. Darfst aber nicht in eine Fackel gucken. Nee, die ist leider überstrahlt. Das Vibrant sieht echt gut aus, aber die Lichter sind viel zu hell. Ich hoffe, dass man irgendwie, das muss doch eine INI-Datei sein, oder? Die müssen wir doch händisch anpassen können. Das ist doch nur so eine XML oder so. Weiß ich nicht. Ja, nee, nicht, wenn sie es direkt über die Engine gemacht haben. Dann wirst du schlecht daran also, kommen. Also, Bright ist aber auch schon fast... Das ja, ist Bright ja, ist, das ist total ja, überstrahlt. Naja, aber jetzt in der Nacht ist das ganz praktisch. Ja, ja, klar, natürlich. Ich sag ja, also jetzt als taktischer Vorteil für eine Aufnahme sieht es schwierig aus, aber als taktischer Vorteil. Wer läuft denn da draußen rum? Ich finde, für eine Aufnahme in der Nacht ist es aber auch nicht unpraktisch. Nö, das ist das Gamma 3. Das ist Gamma, das ist das alte Gamma aus Rust, genau. Oder Rust, genau. Ja. Haben wir schon Forged Iron? Na, ich guck dir mal. Noch nicht. Ich könnte mal Steine kloppen, um nochmal ein bisschen Metall zu holen. Das 16 kommen jetzt. 16 Forged Iron sind auf dem Weg. Ich wollte aufs Dach, weißt du, um ein bisschen Aussicht zu halten. Also die Idee mit den, ich such mal Federn, gebe ich auch jetzt auf. Brauchst du Holz, mein Jas? Nee, eigentlich eher eine Pickaxe, also eine Iron Pickaxe, dass ich durch die Decke komme, weil das halt Eisen ist bei diesem Haus hier. Aber wir haben ja Zeit, wir haben 23:45. Drei ja. Stück haben wir gerade erst, also es dauert noch. Wenn wir morgen früh... Hier liegt ein Rucksack mit ganz viel Zeug drin. Wir sind da gestorben. Crazy, ist das deiner? Vielleicht. Ich nehme mal hier? Alles mit. Ecke. Ach, was das wichtig ist. Ich noch nicht so auf die Entfernung. Ja. Weiß ich das auch nicht, was du...
Autsch. Hätte auch ein Zombie sein können. Die Türen lasst ihr offen. Okay. Was war jetzt mit dem Rucksack? Ein Fake Cry sieht bei mir aus wie der Silver Surfer. Das finde ich recht. Du musst einmal kurz tappen, wenn du das Farbschema denkst. Einmal kurz tappen, wieder zurück, dann geht das Farbschema wieder, ach, wieder hübsch. Okay. Nee, tappen. Ach so, okay. Deshalb. Einmal kurz tappen und wieder zurück und dann ist es dauert im Moment, sind sie ganz dunkel und dann. Alles klar. Ja, ja, okay. Ja. Ich habe das hab mich schon so gewundert. Ausgesehen. Oh, Vogelnest. Was? So, du brauchst es. Wir versuchen Sachen Iron Pickaxe zu suchen. Iron Pickaxe. Wenn da irgendwelche Spoiler kommen. Ach, wir haben noch keinen. Amboss. Wie hieß das Ding nochmal? Anvil, ne? Brauchst du Anvil, um Forged Iron zu machen? Nein. Nee, Forged Iron haben wir. Ach Quatsch, sorry, ich bin da Forged gerade, alles klar, hab's. Kommt. Ich glaube, weiter kommst du hoch. Ich bin hier, ich hänge an der Decke oben. Und ja. Da starb ein Hirsch. Jo. Ah, wir hatten noch Clay. Da hatte ich aber keine Schaufel, um welches mitzunehmen. Hat einer von euch gerade irgendwie nochmal ein Messer in der Tasche oder so? Nee, aber nein. Du kannst die Steinpickaxe auch nehmen dafür, die Stone Axe. Ja, klar. Geht auch, zwar nicht so gut. Kriegst halt aber weniger raus, ne? Ja. Guck gerade mal. Wenn du Knochen kriegst. Ich bin mir nicht sicher, wegen der Helligkeit, ob das hier Clay ist, wo ich stehe oder nicht. Jupp, ich bring Clay mit. Wie sieht's denn aus mit der Pickaxe? 10 Sekunden noch. 9. 8. Meine Counter. Du hast rumgewutzt. Wieso, du kannst Forge Iron doch nicht herstellen. Na. Hatten wir ein bisschen Clay? Oder? Ja, ist schon alles in der. Wir alles in der so, kriegst du das hier? Die ist leider erst 35. Sag mal, bin ich jetzt irgendwie verrückt oder liegt sie gerade crazy mit einem wackelnden Bein in der Ecke? Jetzt nochmal. Hier. Ja, ich hab Angst. Der hat einen Tatter. Danke. Im Alter so. Ja. Das sah aber komisch aus, dass er so in der Ecke steht und so. Ja. Jetzt lass ihn doch mal. Ein bisschen Entspannung beim Spiel. Ein bisschen Tattern geht. Oh, war das mein Erguss hier? Ein bisschen ist gut. Okay, ich sag nichts dazu. Minias, der Dachdecker hier. Heb dir die. Was haust du jetzt mit der Axt kaputt, Minias? Dach. Warum? Um Skirt Metal zu kriegen? Um aufs Dach zu kommen. Warum willst du aufs Dach? Wegen der Aussicht. Ja, jetzt ernsthaft, verarsch mich doch nicht. Ja, wegen der Aussicht. Okay, ist gut. Versuch dir eine Axt. Big Fossi, ich nehme auf für YouTube direkt. Morgen früh um 4. Wenn du was verpassen solltest, kannst du morgen auch gerne gucken. Morgen oder übermorgen, ich weiß noch nicht, wann wir es hochladen, aber. Kloppen können, ne? Da siehst du es dann. Ich glaube, mit Steinäxten dauert das echt lange. Vielleicht. Die haben Yo, Joe, weiß ich, danke. Aus dem Menü raus? Microphone activated. Wollen wir dann morgens um 4 versuchen, gleich loszulaufen? Ja, um 4 direkt los. Ja. Definitiv. Ja, ne? Absolut. Haben wir ja nicht mehr viel Zeit. Nee. So, wenn mit aufs Dach will, frische Luft. Ne? Tut gut. Dann bin ich ja. Moment, Leiter fehlt. Moment, nur eine Leiter setzen. Forged Iron ist unterwegs. Jetzt. Crazy, bist du unterzuckert oder wird das hier die Vorstufe eines epileptischen Anfalls? Claymo, inwiefern? Das soll den Gegner verwirren. Das macht mir Angst. Genau. Crazy daddelt das Ding hoch. Wollte sie eigentlich nicht sagen. Ich zitter halt ein bisschen. Claymore. Ja, Herr Kaiser, die haben gar keine Klamotten an. Du musst nicht nervös sein. Nee, mir ist auch noch nicht kalt. Ne? Aber guck mal, die beiden da unten auch nicht. Mann und Weib auf dem anderen Dach. Was kriegst du da, Minas? Ist das Gras, ne? Gras, ja. Ja, Gras. Okay. Gucken, ja. Das ist ja Gras. Also der Mann von heute trägt Gras. Hast, dass du selber da sowas machen kannst, so ein bisschen. Okay, was soll ich denn als erstes verdecken? Komm, Cloth and Boots. Er könnte. Warte mal. Gloves. Sekunde. Ja, ich glaube, ich müsste dann mal was umstellen hier. Ich komme mal zu euch eben. Komm mal rüber. So, ich hätte noch eine zweite Iron Pickaxe anzubieten und eine Fire Axe. Wer möchte? Na, Iron Pickaxe nehme ich sonst gerne für morgen früh mit zum Durchhauen. Ihr seid alle auf dem Dach, ja? Ja. Ja, aber bloß, wenn er das abgibt, dann will ich raten. Habt ihr da eine Leiter hochgebaut oder wo gibt's ja, hier knallt's runter, ja. Wo gibt's hier den Trick da? Hier ist eine Leiter. Hier. Ich sehe sie nicht. Ach, ja, genau, der andere Säule, ja, okay. Ja, schönes Dach. Schätzelein, komm aufs Dach, kannst runter gucken. So. Okay.
Minas, kannst du schon Iron, Reinforced Iron Clubs herstellen? Da würde ich dir mal so 46 Scrap Iron hinwerfen. Das müsste ja, warte mal, dann lass mich noch ein paar, ich habe noch 500, ich lass mich noch ein paar Clubs machen, dann werden sie noch besser. Okay, super, perfekt. Ja, mach gute mal. Frage, ne? So ein oder die Barb-Clubs können wir auch machen mit Forged Iron. Ich guck mal eben, wie weit das ist. Ja, ich mach nochmal 70 Clubs jetzt, die nicht wundern, die liegen hier dann rum. Ich hab schon... Wahnsinn, 800 300 gefühlt, oder so ja. Ich schon durch. Ich bin bei Level 50. Kunde. 26 Forged Iron haben wir. Wie viel Zeit haben wir? Wo haben wir denn? Ich hab das gerade nicht im Blick, weil ich am Kopf bin. Ich muss ja gerade was umstellen. Der Kühlschrank ist leer. Also ich bin jetzt bei Level 55 gleich. Sehr gut. Ach, ich hab doch hier auch schon Skills. Oh. Noch was draufgeben. Das Construction Tools oder was das will ich. Ne, Weaponsmithing ist das, genau. Da geben wir nochmal ein bisschen Punkte drauf. Ausführen. So, ich muss mal eben was nachinstallieren. Fällt mir jetzt gerade so auf. OBS? Nee, nicht ganz. Es soll übrigens demnächst OBS die 013 rauskommen für alle, die streamen, von dem neuen, von diesem Multi. Cool. Und die soll richtig gut werden, habe ich so. 63 ja. Bin ich jetzt schon. Ich kämpfe gerade mit meiner Cam-Einstellung. Meine Cam deaktiviert sich in OBS gerade die ganze Zeit. Egal. Gibt's halt keine. Das ist nur Schutz für die Zuschauer. Ja. Doch, ich lese noch. Sorry. Ich bin gerade nur so im Spiel drin. Vergesse völlig, dass ich hier noch aufnehme. Im anderen Team streamt der Nordisch, soweit ich weiß. Zum Bürger weiß ich gar nicht. Aber wir haben gerade eine schöne Zahl. 333 bei mir und 222 bei Stellcrack. Und das, so mir sind wir bei 555. Wenn wir die Quersumme bilden, sagen wir 6. 4 Uhr. 4 Uhr. Information, die keiner... Wartet noch einen Moment. Ich muss noch... Ich habe zu viel in der... Geht nicht. Tasche. Wow. Das sieht aus, ey. Hock dich mal hin dabei, bitte. Moment, muss ich kurz raus. Wow. Jetzt mach, wenn du dich jetzt parallel zum Dach drehst, so, und dann weitermachst, dann sieht das fantastisch aus. Nein, das will ich nicht. Ich kann mich allein nicht bewegen, weil ich ja in meinem Inventar den Zeug... Aber ich kann so ein bisschen... Ja, genau so, ja. Ich will das nicht sehen. Nein. Die Bilder kriegen nie wieder aus dem Kopf raus. Ja. Geil. Ich bin jetzt bei 72, gleich können wir anstellig Keulen machen für die Mannschaft. Das ist so schwierig. Das ist manche Dinge sollte man nicht wissen. Noch 5. Sind wir 75 dann. Bei 100 wechselt die Farbe, oder? Ja, und wird's orange. Butter. Oranje. Soll ich den Rest noch durchmachen und dann lieber später craften, dass wir das mal runterziehen? Ja, zieh durch. Zieh durch und beim Laufen können wir craften. Brauchst du noch Holz? Ich hab noch 1000 Holz hier, Minias. Ja, gerne. Aber nicht hier, runtergehen. Komm mit. Komm. An den Keulen vorbei. Wo ist es hin? Wer kann Axt? Sprained Leg, ich glaub's nicht. Bin dir doch auf den Kopf gesprungen. Hätte ich gefangen. Liegt da. Gute Axt. Danke. Gute Axt. Sehr gerne. Splint. Ich bin eine Axt. Federn. So. Weltkrai sollte den Weg führen. Also einer sollte vorgehen. Das würde ich sagen, macht Weltkrai. Müssen nur warten, bis er ich pack bei mir nochmal ein bisschen Holz mit ein. Okay, ich komme runter. Das ist, ich habe hier gerade irgendwie ein Problem mit meiner Streamanzeige. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber passt schon. So, ich stoppe mal die Aufnahme und in der nächsten Folge geht's dann weiter.